So, dann kommen wir heute mal zur nächsten Folge und zwar wirklich jetzt mal mit eigentlich vollständigem Equipment, also vorzeitig oder vorerst vollständigem Equipment. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo es weitergeht oder wie wir weitermachen. Leveln wäre halt eine Idee, ja. Oder halt doch nochmal hier dieses komische andere Ding da probieren. Haben wir den hier auch drin? Der ist sogar drin. Also ich meine, ich weiß immer noch nicht, was dieser Dungeon in Anführungsstrichen macht. Ich meine so, ja, okay, es ist halt irgendwie für irgendwas. Man droppt halt irgendwas und so, aber ja. So ganz sicher bin ich mir trotzdem nicht, was das denn jetzt bringt und warum dieser Dungeon existiert. Ob der eine Daseinsberechtigung hat oder nicht, keine Ahnung. Okay, mal schauen, wenn wir später noch umtauschen können. Was war es gerade? Sandstone hat das Ding gedroppt, oder? 1,1 Millionen Penia, Sandstone, Moonstones. Sandstones, Moonstones. Okay. Also ist Geld und Suns und Moons vielleicht das Einzige, was das Ding droppt? Weil wir haben ja hier. Ah ne, lol, warte mal, warte, 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 warte. Ne, ne, ich lag falsch. Kolosseum. Ah, würde ich ja gerne machen, aber wahrscheinlich braucht wieder 1000 Leute dafür. Wo ist das Ding denn? Ja. Und nicht nur irgendwelche 1000 Leute. Okay. Schade. Das ist echt schade. By the way, ist gerade der Boss. 131 ist der, 6 Level über uns. Okay, das heißt, an den besten Schmuck werden wir einfach unmöglich drankommen. Oh, der war schon geil. Ja, ist halt unmöglich zu farmen für uns leider. Ach Mann. Okay, und jetzt? Achso, noch einer. 132, 7 Level über uns, okay. Machst du Damage? Nee, du machst gar nichts, okay. Taiko. Ich muss gerade mich irgendwie ein bisschen zurechtfinden. Das hier wäre mal noch was. Wie heißt das Ding? Diablos irgendwas. Gott, der Allergien. Eieieiei. Okay. Ich kann mich sogar muten. Was fand man da vor? Ah ja, da gibt's auch Schmuck, lol. In Barncoal Palace. Also auch das Ding wird halt echt fucking schwer irgendwie. Ich glaube, wir bräuchten halt vielleicht wirklich sogar ein STR-Set oder so dafür. Ich weiß es nicht genau. Beziehungsweise erstmal schauen. Ah ja, hier gibt es noch andere Sets. Die sind krass. Warte mal, das ist ein Knight-Set. Was bringt das andere Set hier? Blade, Ringmaster. Jester. 30, 40. Oh Gott, 30, 40. Okay, das Ding ist krass. Zwei Moonstone, ein Seafood. 5 Millionen Penia. Es gibt doch Firecards. Wow. Was haben wir jetzt reingesockelt? Ah ja, Gritschaden. Ja, nee, Gritschaden. Gritschaden ist auch gut. Okay, das war es jetzt effektiv, oder? Das war der Boss? Ja, da steht unten dann schon completed, okay. Ja. Das hier haben wir noch. Dieses Phantom irgendwas, genau. 25k Damage, das könnten wir packen.
Ah ja, hier gibt es noch andere Waffen. Ah, jo, 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 warte, 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 warte. Warte mal, 130er Set. 32% HP, 71 STA. Wie viel war es gerade? 32% HP, 71 STA? Warte mal, 39% Attack, 64% Crit Schaden. 39, 64. 39, 64. 39, 64. Hä? Bin ich drüber gerollt? Hier ist was. 39, 64. Okay, das heißt, diesen Dungeon könnte man noch vorher farmen. Eupresia. Ah jo, okay, der ist aber gut machbar, glaube ich. Jetzt gehen wir aber trotzdem vielleicht da nochmal kurz rein. Wenn wir nochmal reinkommen, keine Ahnung, ob das geht. Ah ja, okay. Ja, könnte Sinn machen, dass wir das Ding nochmal farmen, halt für Geld und damit wir ein bisschen upgraden können. So ein Set plus 8 finde ich schon geil. Das war aber auch schon letzte Dungeon, oder? Was haben wir? Ach nee, hier haben wir noch die neuen die anderen Waffen dann. Waffen, Waffen, Waffen. Hier. 32% Attack von A. Und die Attackrate. Was haben wir hier noch? 58 SCE, 41 Crit Schaden. Boah, ja, ganz schön geil. Und auch der Dungeon ist, glaube ich, machbar, würde ich sagen, ja. Aber Eupresia ist tatsächlich einfacher. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir noch Eupresia, oder? 36% HP von 30. 40 SCA. Also 24 SCA mehr. 21% Attack. 28. Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen so das Fly-Problem in gewisser Maße. Das halt die Sachen halt immer so, ja, 3% besser, so. Hast du das eine Set aufwendig zusammengefarmt, dann nächster Dungeon geht's da wieder weiter für 3% mehr. Ja. Also wirklich, ein Stand der Dinge ist es jetzt auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Also gibt's schon auch echt ja, Systeme, die ein bisschen besser funktionieren. Oh, jetzt. Jetzt kommt das gute Zeug rein. Ja, wir brauchen natürlich auch noch einen Umhang und so. Und ich denke mal auch, wenn wir halt dann später auf die HP kommen wollen, dann brauchen wir sowas wie Umhänge. Ja, genau. Und natürlich leveln müssen wir auch mal noch, das ist auch wichtig. Ah ja. Schauen wir auch mal schnell nach Flaris. Ob wir hier mit irgendwas anfangen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein bisschen kritisch. Aber nur minimal. Habe ich solche Posi-Bugs, dass der mich nie trifft oder was? Das Ding ist natürlich auch, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke, wir haben jetzt über eine Pierin, glaube ich, ausgegeben. Und effektiv für nichts. Wirklich halt für nichts und wieder nichts. Und wir fahren jetzt eigentlich direkt das nächste Set. Also es war jetzt nicht umsonst oder so, aber ich meine, überlegt mal, wir brauchen ja auch wieder die Karten. Wie kriegen wir jetzt wieder 4% Karten? Also wir haben, glaube ich, beim Leveln irgendwie bekommen. Hier Armor Card Box, das ist okay, das heißt, die können wir hier auch farmen. Aber die müssen wir auch erstmal farmen. Was okay ist. Ich denke halt mehr so ein bisschen in Let's Plays und weniger halt in Armor. Ach so. Ah ja. Ah ja. Gut. Gut. Gut, gut. Okay. Habe ich gerade was erwähnt? Nee, ich habe nichts gesagt. Gelddrops sind eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Gelddrops gefallen mir sogar.
Blacksmith. Craft Item. Backwear. Okay, gibt es irgendwie sowas wie Umhänger oder so? Masks. Ja, wo bekommt man dieses Zeug hier? Diese Mushrooms und so, diese Früchte? Hier schon mal nicht. Da auch nicht. Da gibt's eins. Ein Item. Brightest Crystal brauchen wir nicht. Das andere nehmen wir mal auch nicht. Uff. Ich meine, ich finde das System zwar eigentlich nett irgendwie. Aber. Yo, die Sucherei. Arcanstone. Ich weiß gerade nicht genau, was wir mit dem Zeug machen können, was wir gedroppt haben. Achso, wir haben quasi jetzt keine Info, wo wir es droppen können. Ach man. Ich muss im Discord schauen, vielleicht haben die irgendwelche Guides oder so. Ich glaube nicht, aber naja. Da haben wir eins im Brot, genau, für ein Pet. Hat auch wieder Zeug, wo ich von nicht keine Ahnung habe, wo man die kriegt. Functional, okay. Ach, andere Zeug kann ich gar nicht verkraften. Hat mir Seitenzahl und das Buggy, lol. Aber. Ach so, und jetzt haben wir die aktuelle Seite, WTF. Ja gut, okay, Und jetzt? Hä, aber was kann ich denn mit meinem Zeug hier machen? Costume vielleicht? Dragon Armor Set, ja krass. Ja, vielleicht droppt man es auch irgendwo anders noch oder so, ich weiß es nicht. Also es gibt halt so viel Zeug, was man mir braucht. Aber halt kein Plan, wo man es kriegt. was kann ich jetzt mit meinen Drops hier machen? Das ist halt wieder fraglich. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Gibt es noch irgendeinen anderen Exchange oder so? Gibt es ja, es gibt Guides und so, klar, aber. Das ist halt auch immer so ein bisschen. Ja, Daily. Okay, Daily Quests gibt es, stimmt. Geetcoins. Da sind auch nicht die Infos drin, die ich bräuchte. Schade. Schade, dass das alles so verkompliziert einfach ist. Okay, jetzt habe ich halt einfach Drops und habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Naja. Fahren wir einfach nochmal einen Dungeon hier. So mit Farmen Eupresia, oder? Eupresia wird man farmen, genau. Das Problem ist auch jetzt dann hier wieder, dass wir alles droppen können und alles droppen werden. Hä? Was ist jetzt wieder los? Warum? This dungeon difficulty is currently deactivated. Recommended members 4, ja.
Ihr Witzbolder. Gut, ich habe nicht genug Weapon, also nicht genug Eye-Level. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erst mein Set und so wieder abmachen. Oh. Gar keinen Bock drauf.